Über folgende Themen möchte ich in dieser YouTube-News-Folge sprechen. Bibis Beauty Palace bringt ein neues Produkt raus. Sammy Slimanis Nase ist gebrochen. Der Twitch-Kanal von Montana Black wurde gesperrt. Die Lochis kritisierten auf dem Web-Videopreis den Hate gegenüber Bibis Beauty Palace neuen Song. Paluten darf nicht mehr weiter auf Twitch streamen. Und die YouTube-App hat ein neues Design. Derartige Videos mit mehreren News wird es auf diesem Kanal jetzt öfters geben. Ich hoffe, es gefällt euch. Fangen wir doch gleich mit der ersten News an. Bibis Beauty Palace hat wieder ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Ihren eigenen Bibi-Epilierer. Psst, mein Geheimnis für glatte Haut? Der sanfteste Epilierer von Braun. Wow, das ist ja glatt. Jetzt in meiner eigenen Edition. Probiert ihn aus und gewinnt ein Meet and Greet mit mir. Was meint ihr? Passt dieses neue Produkt zu ihrer Zielgruppe? Sammy Slimani war aufgrund einer gebrochenen Nase im Krankenhaus. Er möchte in einem Video bald mehr darüber erzählen. Bisher hat er aber nur vorproduzierte Videos hochgeladen. Der Twitch-Kanal von Montana Black wurde aufgrund von unangemessenen Kraftausdrücken für einen Tag gesperrt. Montana Black hat sein unangemessenes Verhalten eingesehen und hat daher für sich die Entscheidung getroffen, dass er sich in der Zukunft zurückhalten wird. Vor einigen Tagen fand der Webvideopreis statt. Dort werden Webvideokünstler, also auch viele YouTuber, geehrt. Die Lochis haben in der Show den großen Hate auf Bibis Beauty Palace erste Single kritisiert. Schämt euch. Schämt euch dafür, dass ihr dieses Mädchen und diesen Song und diese Arbeit so fertig gemacht habt und euch so darauf geschützt habt, so auf dieser Hasswelle, diesem Hate mitgeritten seid. Klar über Geschmack und über diesen Song lässt sich streiten. Ich glaube, nicht jeder hat ihm so gefallen, aber sich deswegen so auf etwas draufzustürzen und selbst wenn es am Boden liegt, noch nachzutreten, nur um in irgendwelche Trends zu kommen, ist einfach nur respektlos, unverschämt und traurig. Also mal ganz ehrlich. Bibi hat dann später auf Twitter sich dafür bedankt. Der Let's Player Paluten braucht anscheinend jetzt auch eine Rundfunklizenz. Genaueres zu dem Thema Rundfunklizenzen könnt ihr in einem älteren Video von mir erfahren. Paluten schrieb darüber auf Twitch: Hey Leute, kleines Update zur momentanen Situation. Leider gibt es noch zu viele Fragezeichen in Sachen Sendelizenz. Deshalb wird es heute leider keinen Stream mehr geben. Ich bin gespannt, wann sich das Problem mit dem Rundfunk löst. Ihr habt es wahrscheinlich schon alle bemerkt. Die YouTube-App hat ein neues Design. Viel möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Entdeckt es doch einfach selber. Das war's mit der ersten kompakten Folge auf diesem Kanal. Ihr könnt natürlich eure Meinungen zu den einzelnen verschiedenen Themen in die Kommentare schreiben. Am Anfang habe ich euch gefragt, ob Bibis Epilierer zu ihrer Zielgruppe passt. Ihr könnt oben rechts auf das i drücken und darüber abstimmen. Auch könnt ihr eure Meinungen abgeben, ob ihr solche kompakten News weiterhaben wollt. Ich würde mich echt über ein Feedback in Form eines Likes oder eines Kommentars riesig freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.